So, das ist jetzt der Tempel. Ja. Also normalerweise muss man mit Stufen, mit Treppen hier hochgehen. Von ganz unten, 200 Stufen. Aber es gibt einen Fahrstuhl hier. Hat, weiß ich nicht, 40 Baht gekostet für zwei Personen. Das geht noch. Irgendwie 50 Cent pro Person. So, das ist die Tempelanlage hier, ne? Ja. Ja, so wie alle Tempel hier in Thailand ist auch dieser wieder sehr schön gepflegt. Und es sind auch wieder heute, weil schönes Wetter ist, eine Menge Leute hier unterwegs. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Rundgang und schauen uns mal den Tempel ein bisschen genauer an. Ja, der Tempel durch Sutep ist hier ziemlich weit oben auf den Bergen. Auf den Bergen, die rund um Chiang Mai, der Hauptstadt hier von Nordthailand ist. Relativ weit oben auf so über 1100 Meter Höhe. Und es gibt hier auch so eine Art Aussichtsplattform. Da gehen wir natürlich nachher auch nochmal hin. Da kann man nämlich von dort aus die Stadt Chiang Mai nämlich von oben sehen. Und zwar fast komplett. Daran kann man auch mal sehen, wie groß der Chiang Mai eigentlich ist. Ja, wie eben schon gesagt, ist diese Tempelanlage sehr, sehr gepflegt. Und es gibt auch eine Menge Buddha-Statuen und andere Artefakte hier, was für den Buddhismus hier eben zeugt. Und die Besonderheit an diesem Doi Sutep, den kann man jetzt hier sehen, das ist eigentlich der eigentliche Tempel. Der Eigenart daran ist, dass das hier alles goldfarbig gehalten wurde. Ja, also direkt rangehen an den Tempel kann man hier nicht, weil er auch mit so einem Zaun eingefasst ist. Auch der Zaun ist so ziemlich goldfarben gehalten. Wir machen jetzt mal im Schnelldurchgang hier mal so einen kleinen Rundgang. Einmal durch die gesamte Tempelanlage. Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen, dass man hier mal eben die Ausmaße sehen kann. Es ist nicht wirklich riesig, aber es gibt eben eine ganze Menge zu sehen hier, ne, in dieser Tempelanlage. Vor allen Dingen auch diese ganze goldfarbenen Sachen. Ja, hier genau das Gleiche. Ne, alles Heiligtümer, die hier auch abgesperrt sind. Also anfassen verboten. Und dann eben in der Mitte von dieser Tempelanlage ist eben ja, dieser Doi Sutep, der in Gold eben gehalten alles ist. Ne? Hier auch nochmal so ein Gebetsraum mit Blick auf diesen Doi Sutep, den man jetzt hier wieder sieht. So haben sie wirklich schon gut gemacht. Ist auch alles wirklich sehr gepflegt hier. Kein Dreck, nichts. Also ist wirklich absolut in Ordnung gehalten hier. Also für die Thailänder oder das buddhistische Volk hier generell ist das hier natürlich die absolute Pilgerstätte oder das Mekka auch. Das ist schon wirklich was Besonderes und auch, ich sag mal, in ganz Thailand oder auch zumindest hier in Nordthailand einer der bekanntesten Tempel überhaupt. Hier auch nochmal eben gerade ja, so buddhistische Wahrzeichen. Hier genau das gleiche nochmal. Man muss auch dazu sagen, die sind auch hinter Glas hier teilweise, also anfassen ist eben nicht erlaubt, weil die auch wirklich absolut heilig sind und auch sehr, sehr alt teilweise. Der Tempel ist von den Mönchen auch noch in Betrieb, allerdings nur in den frühen Morgenstunden, weil dann ab vormittags eben sehr, sehr viele Touristen jeden Tag kommen. Tausende von Touristen, die eben genau diesen goldenen Tempel Doi Sutep eben sehen wollen oder auch Fotos machen wollen. Ne? Also absolut gut gemacht, auch mit Blumen geschmückt hier. Frische Blumen sind hier zu finden gewesen. Also das ist schon, was die Thailänder hier wirklich in Ehren halten. So, hier sieht man nochmal die Treppe. Man kann natürlich von ganz unten auch hier hochgehen zu diesem Doi Sutep. Wenn man da Spaß dran hat, sind so circa 200 Stufen. Allerdings muss man sagen, bei der Wärme, die hier herrscht, da muss man auch absolut fit sein. Oder es gibt eben auch einen Fahrstuhl. Ne? So, wir nähern uns hier der. Hier gibt es auch eine Aussichtsplattform. So,
können wir uns mal angucken. Da hat man auch nochmal einen schönen Blick über die Stadt. Ah, hier, da, there is a one too. Und hier. So, hier ist jetzt eine von den Aussichtsplattformen. Ich gehe mal runter und zeige euch jetzt mal den fantastischen Ausblick von dort. Ja. Nice view, hä? Huh? Ja. 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 Und fühlt sich auch gut hier. Feel good. Ja. So, jetzt seht euch mal diese fantastische Aussicht an. Das ganz da hinten unten, das ist die Hauptstadt Chiang Mai. So, ich weiß nicht, ob man sehen kann da hinten. Da unten ist der Airport. Und ganz hinten rechts an der Landebahn oder Startbahn steht ein Flugzeug. Ich denke, dass der gleich abheben wird. Ja, leider ist es gerade auch ziemlich laut hier. Und zwar liegt das deshalb, weil hier immer noch gebaut oder repariert wird an diesem Tempel. Und deswegen hört man hier die ganze Zeit hier so einen Trennschleifer, weil hier eben weiterhin gearbeitet wird an dem Tempel. Von hier looks like little, hä? Von hier sieht wirklich alles sehr klein aus. So, das Flugzeug ist gestartet. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auf dem Video hier sehen kann. Deswegen blende ich euch mal einen Pfeil ein, damit ihr das Flugzeug seht. Ich hoffe. So, wir gehen jetzt noch zu einer weiteren Aussichtsplattform. Ja, es geht nämlich noch mal ein kleines Stückchen höher. Und ich gehe jetzt mal ganz nach oben, dass wir da vielleicht noch mal den Flughafen etwas besser sehen können. Einmal diese. Und dann können wir noch mal einen hochgehen. Das machen wir jetzt. Oh, jetzt noch ein Dach. So, jetzt sind wir wirklich an der höchsten Stelle hier am Tempel angekommen. Weiter nach oben geht es nicht mehr. Und ja, jetzt kann man die Stadt noch mal ein bisschen mehr sehen. Make Fotos. Ja, yeah, start again. Next plane start. Also hier kann man ja so gut die ganze Stadt sehen, inklusive der Start- und Landebahn. Also eine wirklich fantastische Aussicht von hier oben. Also wer mal hier in der Gegend ist, das kann ich jedem nur empfehlen, diesen Ausflug mal zu machen. So, wir sind jetzt hier fertig und wir gehen jetzt die Treppen mal jetzt nach unten, um euch mal zu zeigen, wie viele Stufen das sind oder wie weit das auch wirklich ist. Wir gehen nämlich jetzt nach Hause, wo wir jetzt nochmal einen super duper scharfen Meeresfrüchtesalat essen werden und mal gucken, ob meine Freundin den runterkriegt. Ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel wird. Seid gespannt. Super spicy. So, was haben wir dabei? Krebs sehe ich. Das könnte eine Auster sein. Das scheint ein Tintenfisch zu sein. Bisschen Bohnen. Muscheln. Eine Muschel hier unten drin. Ja, mal probieren, wie es schmeckt. So, machen wir noch ein bisschen Zitrone drauf. A little bit lemon on it. This is a oyster. Ja. Oh ja. Yeah. Many fish. Mhm. Tintenfisch. Garnelen sehe ich da. Zusatzversicherung vom Testsieger, seien Sie nur, was Sie benötigen. Jetzt abschließen, ganz einfach telefonisch oder auf ergo.de. Spicy? Super spicy? Mhm. Okay. There are many things inside.
sind viele Sachen drin, exotische Meeresfrüchte. Na? Tasty is good. Taste is good. Schmeckt gut. Ist Lemon, ja? Oh, das ist eine Muschel, eine große Muschel. Big. Ha? Huh? Ist gut? Mhm. The red chili is many inside for super spicy. Also die roten Chili sieht man, dass es sehr scharf ist. Also many things inside, this looks like good. And it was 230 baht. Also es ist eine Menge Sachen drin und war 230 baht. So, jetzt sind die Garnelen dran. Natürlich auch extrem scharf. Now eat the garnels. With super spicy sauce. Oh, this is the crabs. Alisa, is hot or it's spicy? Ist es heiß oder scharf? For you it's too spicy? Wow. Too spicy? Yes. Yeah, I can see all is red. All the things is red. This is chili. Also es ist so sehr scharf. Alles ist mit rotem Chili. Tomorrow you have problems with your stomach, huh? Morgen hast du Probleme mit dem Magen. Oder vielleicht sogar nachher schon. Also ich probiere es gar nicht erst. I don't want to taste this. Not good or spicy? Spicy? Zu scharf. Wow. Finish? It's enough, ja? Yeah? I think so. Super spicy, it's finished now. Your mouth is burning, yeah? Oh, wow. When it's for you too spicy, I can't eat. When I eat this, I must go to the Bangkok hospital. Also wenn ich das esse, dann muss er mich hier ins Krankenhaus bringen. Okay, alles klar. So, thank you for watching. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.